Schnee, Eis und Glätte sind zurück im Vogtland. Was sich am Mittwochnachmittag bereits andeutete, erreichte am frühen Donnerstag seinen Höhepunkt. Glatte Straßen sorgten für Unfälle und erhebliche Störungen. VTV, das Nachrichtenmagazin im Vogtland. Der Winterdienst im Vogtland ist seit Mittwoch im Dauereinsatz, um die Auswirkungen des Schneefalls und der Glätte zu beseitigen. Am Donnerstagmorgen überraschte die akute Wetterlage Fußgänger und Verkehrsteilnehmer. Wetterbedingt sind derzeit fast die Hälfte aller Unfälle. Alleine in Plauen fahren 8 Firmen im Auftrag der Stadt, um Wege und Straßen eisfrei zu halten. Hauptverkehrs- und Durchfahrtsstraßen, Straßen für den öffentlichen Personennahverkehr, zentrale Bushaltestellen, Zufahrtsstraßen zum Klinikum, zu Schulen, zur Feuerwehr, zur Polizei haben die größte Priorität. Teilt die Stadt Plauen auf Anfrage mit. Dabei scheinen die wirklich großen Winterkapriolen vorerst überstanden. Die ersten Prognosen für den weiteren Verlauf des Winters sehen eine leichte Entspannung ohne Niederschläge vor. Zeigt sich der Winterdienst aus dem städtischen Bauhof in Plauen optimistisch. Real jetzt Herzen, kommentieren oder teilen. Mehr Nachrichten auf vogtland-tv.de.